Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Tramont und wir sind hier auf dem Weg zur nächsten großen Prüfung und müssen hier noch mit einigen Trainern fertig werden. Sieht aber HP-technisch nicht so gut bei uns aus gerade. Also doch, für zwei Pokémon sieht es nicht so gut aus, aber wir wechseln einfach Iskala, obwohl Iskala hier gut war, mal auf Garados. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, ob ich keine Wasser-TM hätte. Ich meine nicht. Ich meine, keine gesehen zu haben. Ich habe, glaube ich, hauptsächlich nach Feuer-TMs geguckt. Aber ich gucke auch gerne nochmal nach einer aktiven Wasser-TM. Nö, habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber wir brauchen ja auch kein Wasser. Im Moment, der Tampf-Pokémon, ne? Ah, da war Iskala. Vielleicht doch wieder besser gewesen. Wen habe ich jetzt vorne? Garados. Hat Garados irgendwas Effektives gegen Kampf? Ich weiß es gerade gar nicht. Krabbox. Garados. Droa ist schon mal schön. Hast du was Aktives? Nee. Also Effektives. Sehr Effektives. Oh, Ventose ist... Oh, wie ihr Schlag. Bitte, 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 verwirr mich nicht. Bitte, bitte. Ja, mach einfach Windhose nochmal. Ich glaube, war die Drachenwut war das, was immer 40 Damage macht, ne? Windhose macht, genau, immer anders Damage. Gucken wir mal. Falls... Verwirrt er ihr Schlag? Ich glaube schon, ne? Der kann verwirren. Falls er verwirrt wird, können wir Garados hier austauschen. Ja, jetzt tauschen wir Garados eindeutig aus. Ist mir zu hot. Wuffelt, hast du was gegen? Nein, du hast nichts gegen Kampf. Akku, hast du was gegen Kampf? Nö, du auch nicht. Aboretus, hast du was gegen Kampf? Du hast Pflücker, klar, du hast Flugattacken. Gewalter wäre natürlich mega mit der Flying Press. Vielleicht hält er das auch aus. Er müsste das aushalten. Gewalter ist eigentlich... Der sollte so einen Irrschlag aushalten und nicht sofort verwirrt werden. Danke. Flying Press. Sollte Krabbox One hitten. So. Hat der ja noch ein Pokémon? Tarnsteine. Das ist eine fiese Attacke. Das ist eine fiese 60-95. Ich mach Steinwurf mal weg. Tarnstein ist fies. Okay, er hatte nur eins. Sehr gut. Ich überlege gerade. Da wird ein Item liegen. Oder auch nicht. Ich überlege gerade. Wieso drücke ich eigentlich immer die falsche Taste? X muss ich drücken, so. Ich müsste noch mal ins Pokémon Center, glaube ich, vorher. Gucken wir mal, ob hier coole wilde Pokémon sind, die wir vielleicht gebrauchen können. Entschuldigung. Radikal, nee. Nee. Habe ich jetzt gerade keinen Bedarf dran. So gar nicht. Oh, oh, toll. Toll. Aboretus, könntest du jetzt bitte treffen? Sehr schön. Machen wir das Radikal eben platt. Plattikal machen wir daraus mal. Geht zur nächsten Prüfung. Oder? Oder gucke ich noch, ob hier noch eins rumläuft. Wahrscheinlich kommt aber wieder ein Radikal. Ich habe halt so ein Glück. Gucken wir einfach nochmal. Vielleicht haben wir in dem Busch mehr Glück. Vielleicht kommt ein cooles Pokémon, so ein Rare-Pokémon, was es hier so auf der Route gibt. Außer Wingull. Ich kann Wingull echt nicht mehr sehen. Habe ich Wingull schon mal gefangen? Ja, okay. Wingull ist so ätzend einfach. Sollte mir nicht so wehtun. Okay. So, auch wenn es eine Flugattacke ist. Nein, ruf nicht um Hilfe, bitte nicht.
Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist Wingull ein Einzelgänger, ey. Auch wenn es eine Flugattacke ist. Aboretto steckt die relativ gut weg. Muss man mal sagen. Ist Aboretto... Pflanze Flug gerade noch? Es ist sehr effektiv. Ist Flug gegen Flug effektiv? Dann würde das Sinn ergeben. Ich weiß es nicht. Du bist also der, von dem Gladio erzählt hat. Für mich siehst du wie ein ganz gewöhnlicher Junge aus. Ich bin Fran. Halte Team Skull zusammen. Ich bin dort sowas wie die große Schwester für alle. Wie du weißt, sind die alle nicht unbedingt die hellsten. Aber gerade das ist das, was sie so liebenswert macht. Verstehst du, was ich meine? Und du ärgerst meine süßen Geschwister, also muss ich dem ein Ende setzen. Oh nein, jetzt kommt Fran. Mrs. Fran. Hat auf jeden Fall auch die coole Skull-Mucke. Golbat. Ei. Ich sollte Gewalt herausholen. Obwohl, nein, sollte ich nicht. Quatsch. Ich sollte Wuffels rausholen. Das sollte eigentlich relativ wenig gegen Wuffels machen können. Ja, nicht sehr effektiv, macht trotzdem Arschhol-Damage. Wir machen mal Donnerzahn. Robert ist viel schneller als Wuffels, das ist natürlich ein Problem. Oh, ja, na klar. Was auch wieder für ein Pech, ne? Das ist unglaublich. Da kommst du dann einmal zum Angriff. Und dann abgewehrt. Lass mal seinen Flügelschlag lassen, das tut weh. Es tut echt weh, obwohl wir nicht effektiv sind. Hallo, mein Gott, du bist viel schneller. Kannst du mal aufhören damit? Sehr effektiv, merke ich leider nichts von. Akkub ist halt leider die falsche Wahl dagegen. Gewalter auch. Ich bin dagegen echt nicht gewappnet gerade. Ich heile einfach Wuffels. Skorbat scheint eh nur Flügelschlag zu machen. Silberblick oder Kreideschrei würde ich dem noch zutrauen. Was hat irgendwie keinen Bock darauf. Wuffels, kannst du mal schneller sein als dieses Golbat? Ist es Unlicht? Ist Gestein gut gegen Flug? Ich weiß es nicht gerade. Oh, ist es. Nice. Initiative gesenkt. Vielleicht haben wir jetzt Glück und wir sind schneller. Hat Fran 2, ja, Fran hat 2 Pokémon. Zieht echt immer nur Flügelschlag durch. Sind wir jetzt schneller als das, Mistvieh? Nee, leider nicht. Müssten wir noch viel mehr senken. Aber ist jetzt eh kaputt. Gott sei Dank. Ich bräuchte auch mal hier... Akkub müsste sich mal entwickeln, damit wir ein ordentliches Elektro-Pokémon haben. Molunk. Ich hab doch schon mal gegen Molunk gekämpft. Achso, es wird nicht angezeigt, weil ich wollte gerade sagen, warum wird mir nicht angezeigt? Warum? Wie? Was? Ne? So. Ja, Feuer ist gegen Käfer effektiv. Ich weiß, ich tue jetzt trotzdem Akku mal raus. Dann nehme ich eine Bodenattacke. Alter. Es tut so weh. Neuigkeit senken. Pokémon wechseln wieder. Oh Gott, ich hab's alle so down hier. Nicht effektiv. Ja, du sowieso nicht. Wuffels, überleb einfach. Ich hätte echt nochmal zum Pokémon Center gehen sollen. Ich wusste nicht, dass Fran hier kommt. Ich hab das vergessen. Oh, bitte überlebt den Funkenflug. Oh Gott sei Dank. Wir heilen einmal, weil ich nicht weiß, wie schnell Molunk ist. Molunk ist, glaube ich, schneller als Wuffels.
Die ist sehr einseitig mit ihren Attacken irgendwie. So, Felsgrab. So, Wuffels. Nice one. So. Ha! 3000 Poké-Dollar, holy shit. Du bist ganz schön stark, aber wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Die war echt stark, aber du bist noch viel stärker, Nephias. Dankeschön. Gibt's hier noch ein Pokémon-Center vorher? Hm. Ich muss noch mal ins Center. Das ist mir zu heiß. Oh nein. Aus Panik durchs Gras gelaufen. Ich fliege. Können wir zoomen? Center? Da. Ruin des Lebens kann ich jetzt aber nicht hinfliegen, ne? Muss ich wieder hinlaufen. Ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass ich viel zu viele flugaffine Pokémon habe. Mein Iskala ist nicht unbedingt Flug. Ist Iskala Flug? Weiß ich gerade gar nicht. Es konnte Flugattacken, aber ist es Flug? Ne, Unlichtpsycho. Das ist okay. Voll okay. Aber wir haben hier halt Gewalter, Arboretos und Garados. Alle Flug noch haben. Arboretos wird später keinen Flug mehr haben. Das wird sich später erledigen. Das wird Pflanze Geist. Ja, Gewalter entwickelt sich nicht mehr. Wir haben halt zwei Flug-Pokémon momentan aktiv im Team. Wobei die Kampf-Flug-Kombo von Gewalter halt geil ist. Garados, ich weiß nicht, ob wir Garados behalten. Ich habe halt, wie gesagt, Garados geplant eigentlich als Wasser-Pokémon. Ich glaube, ich tausche Garados wieder gegen Fleckmon aus. Käferwasser, eigentlich auch cool, aber wir haben Akku. Wir haben Akku. Gesteinfee, auch cool. Aber für Gestein... Eigentlich könnte ich Rockara, aber er wird cool halt. Er wird Unlichtgestein, ne? Oh, noch ein Unlicht-Pokémon? Ich weiß nicht. Eigentlich ist Rockara geil. Oh, soll ich Wuffels echt austauschen? Wann entwickelt sich Wuffels? Wir werden Wuffels entwickeln und dann gegen Rockara austauschen, glaube ich. Stahlfee, auch geil eigentlich. Aber ich brauche gerade... Eigentlich eher sowas. Nicht Wasser-Psycho unbedingt. Aber er hat Wasser, das ist wichtig. Und ein anderes Wasser-Pokémon habe ich gerade gar nicht. Außer Wingull. Und Wingull ist schon wieder Flug. Das kommt raus aus meiner Auswahl. Käferwasser. Die Weiterentwicklung ist geil, ne? Kreislaus. Was wird denn die Weiterentwicklung? Moment, das müssen wir mal eben schauen. Kreislaus. Ich weiß, wie sie aussieht. Tektas. Was für Tektas denn? Es bleibt Käferwasser. Käferwasser ist halt geil, weil die Feuerschwäche vom Käfer damit ausgeglichen wird. Ist eigentlich geil. Aber es ist gerade nur Level 17 und hat keine Wasserattacke. Es ist mir also ein nicht von Nutzen. Ich nehme jetzt erstmal Fleckmon mit. Wir nehmen erstmal Fleckmon mit. Käferwasser ist eigentlich ganz cool. Dann habe ich aber auch schon wieder... Ich hasse es halt, doppelte Typen im Team zu haben. Es ist halt irgendwie dumm. Dann hast du halt zwei Käfer-Pokémon. Ich will immer so viele Typen wie möglich im Team haben.
um gegen vieles gewappnet zu sein. So, jetzt werden wir wahrscheinlich gegen wilde Pokémon kämpfen müssen. Nebulak. Habe ich das schon gefangen? Nee, jetzt habe ich gewonnen letztes Mal, ne? Habe ich leider nicht gefangen. Wenn es das überlebt, fangen wir es. Oh, es ist sehr effektiv und wir haben ein sehr hohes Level. Nein, okay. Oh, das Level-Up hättest du uns noch geben können, Arboretos. So. Gehen wir mal zu den Ruinen des Lebens. Nachdem uns wahrscheinlich wieder ein Radikal angreift. Oder ein Wingull. Ja, ein Wingull. Wenn es sein muss. So, Kampf. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was macht ein Unheilböen? Mal gucken, was Unheilböen an Damage macht an so einem Wingull. Genug. Genug. Auf jeden Fall genug. So, Rasierblatt. Boah, süß, ey. Aber Arboretos ist halt auch Level 30. Das ist schon... schon gut dabei. So, Level Up für Arboretos. Und sonst keiner? Okay, schade. Let's go into the ruins of life. Oh yeah. So. Nephias. Lilly hatte sich verlaufen, also habe ich sie kurz hergebracht. Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel Meeresrauschen habe sie sich schon mal verirrt. Da wollte sie zwar nur ein paar Schergen von Team Skull aus dem Weg gehen, aber ich habe mir trotzdem etwas Sorge um sie gemacht. Okay, Mask Royale hat gleich wieder einen Kampf und den will ich nicht verpassen. Aber eines wüsste ich ja zu gerne. Wie sieht Mask Royale wohl unter seiner Maske aus? Als ob sie das nicht wüsste. Ich bin für Wölkchen hergekommen. Professor Burnett war so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Dein armes Arboretos, lass mich schnell dein Team heilen. Wozu bin ich eigentlich zurückgegangen? Ich hätte es mir denken können. Dort drin befinden sich die Ruinen des Schutzpatrons von Akala, Kapufala. Nur nicht hetzen, Wölkchen. Auf Mele Mele wolltest du auch zu den Ruinen des Krieges. Was bedeuten diese Ruinen für dich? Was willst du von den Schutzpatronen? Ohne dich wäre es für Wölkchen an der Hängebrücke wirklich brenzlig geworden. Nanu, ihr seid doch die Kinder, die mit Kukui unterwegs waren. Mein Name ist Lilly, ich bin Professor Kukuis Assistentin. Das ist Nephias. Ich hätte euch am Hafen schon nach euren Namen fragen sollen, tut mir echt leid. Und das, obwohl ich extra auf euch gewartet hatte, um euch auf Akala willkommen zu heißen. Ich bin hier, weil Kapufala mich gebeten hat, in den Ruinen etwas Ordnung zu schaffen. Ich wollte mich noch bei dir dafür bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, die Menschen und Pokémon Alolas kennenzulernen. Gut, du hast also die Prüfung der drei Captains von Akala bestanden. Dann ist jetzt Zeit für die große Prüfung von Inselkönigin Myla. Mach dich bereit für den härtesten Pokémon-Kampf auf ganz Akala. Gerne doch. Meine Pokémon und ich werden im Kampf gegen dich und deine Pokémon all unsere Kraft zusammennehmen. Meine Gefährten sind allesamt schroffe, aber dennoch niedliche Gesteins-Pokémon. Ja, gut, dass ich vielleicht mal noch mitgenommen habe, ne? Hallo. Anorit. Hi, kenne ich dich? Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Habe ich ein Pflanzending? Ja. Katapult ist es schneller als ich. Aua. Ist natürlich doof gegen Flug-Pokémon, ist das natürlich effektiv. So. Das ist halt der Nachteil an Arboretos. Brillante Blütenpracht. Laser. Oh, es ist nicht mal ein One-Hit. Unerhört, Fleckmon raus.
Auch wenn Flegmon underleveled ist. Ich will nicht, dass der Boreto stirbt. Kannst du mal aufhören mit deinem Katapult? Das sieht so schmerzhaft aus immer. Boah, das macht immer so viel Damage. Holy shit, Mann. Flegmon ist nicht schneller. Käferbiss, okay. Holy shit! Ich habe Anorith unterschätzt. Ja, mein Problem, Mann. Ja, mein dickes Problem. Kampf. Kampf sollte effektiv sein gegen Gestein. Aber wir haben Witterflug. Siehst du, das ist das Problem. Jetzt habe ich ja halt so viele Flug-Pokémon. Aber wir sind schneller. Das ist schon mal gut. So. Eigentlich müsste ich Flegmon wiederbeleben. Lilliep. So. Flegmon wiederbeleben, weil... EP und so. Oh, und Ziehkraft sieht immer auch so schmerzhaft aus. Aber Gewalter kann das wegstecken. So, hau mal Lilliep kaputt. Kampf ist, glaube ich, nicht effektiv gegen Gestein, oder habe ich das gerade richtig gesehen? Doch, okay. Oder es hat eine zwei Typen, wo es effektiv ist, ich weiß es nicht. Geht's einfach mal von Gestein aus. So. Da kommt jetzt Volverock. Das Coole, was ich auch krieg? Das, ist das das, was ich auch kriege? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh. Oha. Das könnte wehtun. Apokalyptische Steinpresse klingt böse. Weiß, das Pokémon hat ewig Zeit, dem auszuweichen, aber es bleibt stehen. Holy shit, Mann. Es tat ganz schön weh. Ist dir das eigentlich bewusst? Wuffels. Wuffels könnte das aushalten. Wir müssen ja nicht mehr viel machen gegen Volverock. Aber es ist schneller, macht auf Felsgrab. What the fuck? Ja, du stirbst auch instant. Oh Gott, Leute. Volverock ist so mies, Mann. Ah fuck, Garados hat noch den Aquastein. Ach scheiße. Das hat ja eine Unlichtattacke, ich hab's vergessen. Es stirbt alles! Ich hab nicht mit einem Gestein Unlicht gerechnet. Das ist eklig. Käferbiss. Oh, das überlebt's, okay. So, Beutel, können wir irgendwas wiederbeleben? Flegmon zum Beispiel, der braucht die EP. Nein, 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 nein! Oh. Das ist doch scheiße jetzt. Iskala überlebt das auch nicht, weil Iskala ist instant down, weil Iskala hat physisch 0, 0, 0. Oh, das überlebt. Oh, wir haben gewonnen. Kack und nicht Gesteinmischung. Alles One-Hitted hier. Ach, Flegmon. Siehst du, deswegen wollte ich Flegmon wiederbeleben. Muss kein Kopfnuss lernen. Okay. Oh, mach den Aussitzer weg. So. Myla wurde besiegt. Einfach großartig. Erst wenn man seine ganze Kraft eingesetzt hat, kann man noch heller strahlen. Ihr seid wirklich sehr stark. Hier, dieser Z-Kristall vom Typ Gestein, auch Petrium Z genannt, ist für dich.
Ölzi Z-Kristall, Petrium Z. Die Z-Kraft holst du aus Gesteins-Pokémon durch diese Bewegung heraus. Sieh genau hin auf den Hüftschwung und die richtige Stärke kommt es an. Setz diese Kraft gut ein. Gesteins-Pokémon sind hart und schroff, sowie besonders gut im Angriff. Sie ähneln mir überhaupt nicht, aber gerade das finde ich so faszinierend an ihnen. Du siehst wirklich glücklich aus. Bitte nimm mir das nicht übel, Lilly, aber was treibt jemand wie dich, der eigentlich gar ein Pokémon-Trainer ist, zu den Ruinen des Lebens? Ich tue es für Wölkchen. Es ist von weit her zu uns gekommen und ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nichts über seine Herkunft, aber weil es sich zu diesen Orten hingezogen zu fühlen scheint, suche ich in Ruinen wie diesen hier nach Hinweisen. Ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Kapufala als Schutzpatron ansehen, es ist immer noch ein wildes Pokémon. Nur ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier heranwagen. Aber das ist bei dir wohl kaum der Fall. Ich hoffe, dass eure Reise auch weiterhin von vielen aufregenden Abenteuern und netten Begegnungen erfüllt sein wird. Ich bringe dich zurück in die Stadt, Lilly. Ich finde es toll, dass du so ein großes Herz für Pokémon hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer bist und deswegen will ich dir helfen. Inselkönigin Myla, ich bin Tali aus Lili. Ich möchte gegen dich kämpfen. Keck. Oh, Nephias, ein Typ von der Aether Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du ins Hanohano Resort kommst, wenn du die große Prüfung bestanden hast. Die Aether Foundation? Ich weiß nicht, was sie von dir wollen, aber geh ruhig, Nephias. Wenn du dich gleich auf den Weg machen willst, solltest du mit Blurock nach Kantai City fliegen. Am Dimensionsfunktionsinstitut vorbei musst du dann nur noch die Brücke überqueren, um zum Hanohano Resort zu kommen. Die Aether Foundation? Ich denke, ich bleib hier und sehe mir Talis Pokémon-Kampf an. Auch wenn ich nicht gerne sehe, wie Pokémon verletzt werden. Doch ich weiß ja, dass deine und Talis Pokémon sehr hart im Nehmen sind. Ich bin zwar nicht so erfahren wie mein Opi, wenn es darum geht, das Beste aus meinem Marikick und dem Rest meines Teams daraus zu holen, aber ich gebe dennoch auf meine ganz eigene Art und Weise mein Bestes. Du bist und bleibst du selbst, Tali. Es spielt keine Rolle, ob du der Enkel des Inselkönigs Hala bist oder nicht. Gib einfach dein Bestes. Ach, ja. Gut. Ich wurde wieder nicht geheilt, weißt du? Vor dem Kampf wirst du geheilt und danach wirst du einfach so zurückgelassen. Gut, aber ich würde sagen... Ach ja, hier ist noch ein Trainer. Hallo E-Mail-Programm. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Ultramond. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.